ein Baba Angel. Hier bin ich und da ist Papa und wir machen zusammen einen Roadtrip mit ganz vielen Sachen. Und wir kaufen im Ford Mustang bei Ford-Händler in Bad Homburg. Ein Ford Mustang. Ford Mustang GT. Ford Mustang GT. Und hier sieht man euch die weiter an. Ja, hier bin ich. Hallo. So, jetzt fahren wir nach Bad Homburg. Das ist eine 2 Stunden Fahrt ungefähr von Köln aus. Wir werden uns da mal unseren saphirblauen Mustang GT ansehen. Und wenn alles passt, also letztlich ist es eine Tageszulassung, also der ist 50 Kilometer, glaube ich, hat auf der Uhr, ist quasi vom Fließband runtergekommen. Ich habe so ein bisschen Winterreifenproblem. Die Pirellis, die da als Sommerreifen drauf sind, taugen natürlich gar nichts im Winter. Die taugen aber genauso wenig im Sommer. Und ich möchte eigentlich die Sommerfelgen, also Y-Design-Felgen, zukünftig im Winter benutzen und auch da quasi Winterreifen drauf. Und ansonsten gucken wir uns ja auch mal den Händler an. Das ist so einer der größten Mustang-Händler in Deutschland. Und ja, wenn mit dem Auto alles passt und so ein auch sagt, dass mir das Auto gefällt, dann unterzeichnen wir da direkt den Vertrag. Danach Geld, Fahrzeugschein, Zulassung, Versicherung. Und idealerweise eine Woche später, also heute in einer Woche, also von Samstag auf Samstag, kann ich dann das Auto abholen und fahren. Und danach sind wir stolze Mustang-Besitzer. Dieser Gedanke, das ist das erste Mal in meinem Leben ein Neuwagen. Das erste Mal ein Auto, das vor mir keine Gefahren ist. Theoretisch ist es egal, aber praktisch macht es irgendwie doch was aus. Und ich werde den Motor dann auch schön einfahren, nicht hochdrehen lassen, relativ schnell dann Ölwechsel und weiß dann wirklich, was alles mit dem Auto passiert ist. Das ist der Unterschied. Ich weiß, dass keiner irgendwas damit angestellt hat. Wenn irgendwas damit ist, bin ich schuld und habe quasi ein fabrikneues Auto. Und da bin ich wirklich schon irgendwie stolz drauf. Ich freue mich total dann mit dem eigenen Auto, was auch nicht geleast ist oder so, ne, sondern wirklich gekauft, mit dem eigenen Auto dann diese coolen Touren zu machen und Dinge dann zu verändern. Das wird echt cool. Hallo. Komm. Oder ne was? Hier. Oder? Neo? Ein Auto raus. Ein Ford-Händler. Und da ich Back? Ganz viele Ford Mustang. Da, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Hier! Ja, was? Ja. Handgelenk, Engsel. Welche Farbe ist am schönsten? Komm mit! Und ich zeige euch den. Das ist unsere Farbe. Ja. Und die nehme ich nicht. Ich nehme diese. Wer's? Guck doch die Reifen an. Oho. Die passen auch ganz gut. Aha. Also nehmen wir den. Okay. Buddha für eine Adil, oder? Und den gelbe auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal rein zum Händler und reden mit ihm drüber, wie das denn aussieht mit diesen ganzen Mustangs hier. Ob wir nicht einen davon vielleicht haben können. Ja. Zum Beispiel den. Ja. Und hallo, hier bin ich wieder. Hier sind wir gerade bei dem Ford Mustang. Das da ist unser Ford Mustang. Nee, das ist nicht unserer. Hinten der blaue. Und das ist unser Ford Mustang. Nicht, obwohl mir die Reifen nicht gefallen. Die Reifen gefällt mir nicht. Und ja. Gesell mir. Das ist die Tour-Sachen. Okay, jetzt gucken wir uns mal unser Muster an. Nette Verkäufer Zeit hat, um alles mit uns die Sachen durchzugehen. Und da steht er.
Never roll that. Wie ist das da drin, Papa? Papa? Hm? Oh, wie ist das da drin? Oh, super. Da hinten gibt es auch noch ein paar Sitze. Ja, Papa, die Tür ist bis zu der Wand. Die Tür erreicht die Wand. Sonat? Ups. Gut. Wie ist der Mustang? Farbe? Ja. Die Reifen gefällen mir nicht. Ah, und dann dich, Jess. Da kommen hinten, andere Felgen hin. Und hinten sitze ich ungefähr so, wenn ich mich nach hinten lehne. Wir haben es gemacht. Wir haben einen Ford Mustang gekauft. Gerade den Vertrag unterschrieben. In Saphirblau. Wunderschönes Auto. Und jetzt muss nur noch das Geld zum Händler. Und danach gehört er uns. Nächste Woche können wir ihn abholen. Papa, Handy. Und beim nächsten Roadtrip gehen wir mit Mustang auf Reisen. Cool, oder? Und vergiss nicht, immer Daumen hoch. Hallo, hier bin wieder ich vom Vollgas. Tut mir leid, aber wir sind hier immer noch nicht mit dem Ford Mustang. Das ist der zweite Roadtrip am selben Tag. Und wir waren jetzt gerade bei McDonald's. Jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt kannst du den Weg nach Hause sehen.